Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Es gab's so gesehen am Wochenende. Aus. So, es gab am Wochenende kein Video, sogar gestern auch nicht. Hatte ich leider nicht die Zeit gefunden und ja gut. Es geht aber jetzt weiter und ich bin mal gespannt, wo es hier noch hingeht. Wir wollten hier weitermachen, glaube. Das war, glaube ich, der Plan. Oh, Kurs setzen. Hast du schon einmal so viele Schiffe in einem Hafen gesehen? Noch nie. Und es gab auch noch nie eine Versammlung von so vielen Königen. Oh, anlegen. So. Das erkennt keiner. Wer pfeift denn hier so? Alter. Ja, hab's ja leider am Wochenende halt nicht geschafft, wieder halt was aufzunehmen. Und jetzt bin erst jetzt wieder dazu gekommen. Das ist sogar Dienstag. Und ja. Von ist was. Das sehen wir uns jetzt erstmal an. Muss erstmal wieder komplett klarkommen. Hallo. Spielen alle in Alrekstadie ihre Liebesspiele so laut? Nein, nur mein Mann. Er kann seine Frau nicht befriedigen. Ah, zu alt? Nein, er ist jung und stark. Es war auch nicht immer so. Auf unseren Raubzügen waren wir unzertrennlich. Ihr habt auf Raubzügen gepflügt? Unser erstes Mal war mitten in einem brennenden Dorf. Irgendwann wollten die anderen, dass wir aufhören, weil es sie abgelenkt hat. In Todesnähe kann Liebe heißer brennen. Habt ihr versucht, diese Erinnerung zu nutzen? Ja, aber darüber zu reden ist nicht dasselbe. Ich muss es fühlen, riechen. Also müsstet ihr die Aufregung eines Raubzugs in euer Bett holen. Hilf uns so zu tun, als würden wir plündern. Das wird meinen Bach fließen lassen. Komm, sagen wir es meinem Mann. Ich wollte nur. Gut, in Ordnung. Entschuldigung. Hol deine Waffe, großer, starker Wikinger. Heute wird geplündert. Geplündert? Jetzt? Mache mit beim Bluttanz. Fülle mich mit deiner Kampfeslust. Oh, ja, seien wir Wikinger! Vielleicht könntest du ein paar Dinge kaputt machen. Und dabei schreien, als wäre es dir wirklich ernst. Alles klar. Erstmal alles kaputt machen, ja. Das ist lustig, aber es erregt mich nicht. Ja, es fühlt sich nicht echt genug an. Vielleicht braucht ihr mehr Feuer. Wie beim ersten Mal. Ja, brenn unser Haus nieder. Mach es dem Erdboden Nein. Ich will nicht den Erdboden gleich machen hier. Oh, hier ist die Kiste. Verschlossen. Finde eine Schlüssel. Wie war das noch mal gewesen? Ja. Es schwimmt wieder etwas her. Eine Fackel. Ah, okay, wenn man G drückt. Alter, ich habe irgendwie so in letzter Zeit so ein Hus, also ein Husten, so teilweise halt. Entschuldigung. Da wäre ich wieder zurück. Ja. So. Bis jetzt müsste es doch eigentlich hier brennen, oder nicht?
Viel Spaß. Das klappt. Ich bin so aufrecht wie Heimdalls Turm. Dann ramme durch das Valgrind-Tor und betritt Valhall. Nimm ich bin alles, weg. Was du willst, Wikinger. Oh. Nimm auch uns und lass dich vom Liebeshunger verschlingen. Ein andermal vielleicht. Aber ich bediene mich an eurer Truhe. Ah. Jawoll. Oh, was haben wir hier? Futter. Alles das schön hier. Alles, was wir haben. Ey, irgendwann muss doch diese Axt irgendwie mal so kaputt gehen. Nägel. Wofür braucht man Nägel? Heilige Kugel. Achso, das ist halt... Was ist das? Horn benutzen, loslassen. Langschiff rufen. Meditation, da wird die Zeit übersprungen. Okay. Tarnen. Ja, auf G kann man dann auch so Sachen machen. Was ist hier drin? Gefühlt war ich hier noch nicht. Alles klar. Wir wollen auf jeden Fall weitergehen. Wo müssen wir eigentlich hin überhaupt? In diese Richtung ist was da. Ich glaube, wir machen immer diese ganzen Rätsel und so. Aber wir müssen in diesem einen Secret finden. Obwohl, in jedem Haus ist eigentlich auch mal was. Schönen guten Tag. Hey, hast du was da von diesem Alkohol? Hä? Doch, darunter? Wieder Nägel. Wofür braucht man Nägel? Bin noch mal überlegen, ob ich halt mal eine Runde Assassin's Creed mal streame. Aber dafür ist jetzt heute aktuell die Zeit zu knapp. Vielleicht am Wochenende, aber am Wochenende ist was anderes in Planung. Oh, ein einfaches Angebot. Adli, wir brauchen nicht so heimlich vorzugehen. Dein Bruder wird nichts von unseren Plan erfahren. Er kann nicht lesen. Ich segel mit dir nach Grönland, nachdem ich dich wieder in Toastsee geritten habe. Ah ja. Oh, falsche Taste. Oh, wieder falsche Taste. All die sind hier weg. So. Oh. Ich komme langsam in ein Gebiet, wo ich nicht sein sollte. Misstrauisches Gebiet. Was hast du dir gedacht? Sechs Meter auf leeren Magen. Ah, okay. Du musst etwas essen, bevor du so viel säufst. Du weißt, leerer Magen trinkt nicht gern. Oh, was ist das denn? Das ist auch interessant. Warum ist denn das, das Goldbarren? Ach, los, der ist da, Geburtsrecht ist da in der Mitte. Okay. Ja gut, das ist die Stärke sowieso ein bisschen anders. Wir nehmen auf jeden Fall auch das mit und dann geht's ab Richtung Mitte. War ich hier schon? Ey, jedes Haus sieht irgendwie fast gleich aus drin. Alter. Dieses Nordlicht ist auch so schön. Hallo. Hab gehört, Licht was Seltenes. Die Schweine sind ins Haus eingebrochen und jetzt ist der Kellerschlüssel weg. Du bist damit dran, dich durch die Scheiße zu wühlen. Das heißt, der Licht hier drunter oder was? Oi, oi, oi.
oder kommt man irgendwie anders daran? Nee. Komisch. Ja, wir gehen mal hier weiter. Ich will mal jetzt. Quest erfolgen. Oh. Lol, stark sind die. Ich bleib lieber verkleidet, weil. Weil sie in Tarnung. Mit denen falsch. Guten Tag. Na, alle etwas stärker. Aber wieder, hier ist wieder so ein Hornspiel. Du kannst mit mir mithalten. Nee. Wo ist denn der Typ jetzt so? Hallo, wo ist das Geburtsrecht? Ich will das Geburtsrecht aussprechen. Brillant voll. Bin ich richtig? Oh, ich bin zu weit. Scheiße. Ach, jetzt muss ich. Ah, ich muss ihn finden und mit ihm sprechen. Ich will die Axt haben. Ich will die Axt. Schönen guten Tag. Willkommen, willkommen. Schau, was ich für dich habe. Wir gucken uns mal an, was er hat. Das sind regionale Waren. Ja, gut. Du hättest dich kaum besser entscheiden können. Davon kann man nie genug haben. Ja, gut, Raubpfeile, Jagdpfeile, Leichtabfall. Hast du dir auch alle meine Angebote angesehen? Ja. Wir sehen uns bald wieder. Jetzt muss ich halt den Sergei finden. Aber das wird, glaube ich, schwierig. Hey, kann man die nicht kaputt machen? Doch, jetzt so. Bin ich da? Jetzt die Frage, wo ist der Typ? Vielleicht hier drin? Guten Tag. Habt ihr hier Sergei gesehen? Nennen wir es einfach Sergei. Fertig. Ja, was machst du da für Essen eigentlich? Hallo, gib auch was. Gesundheit. Alles klar. Wo ist der denn? Trinkspiele. Los doch, fordere mich heraus! Hier ist gerade ein Herzenswunsch erfüllt worden. Und doch sieht dein Gesicht so aus, als hättest du den Lebenswillen verloren. Gorm ist hier mit den letzten seiner Männer. Wie kann dieser Troll es wagen? Warte auf einen anderen Tag. Wir unterstehen Haralds Waffenruhe. Und Gorm ist zu schwach, um irgendwas zu wagen. Dieser Wichsfleck in der Hose seines Vaters. Ich sollte ihn vom Antlitz der Erde wischen. Nicht heute, Eivor. Lass gut sein. Basim, behalt sie im Auge und achte darauf, dass sie genug trinkt. Ich werde meinen Vater suchen und zum Langhaus begleiten. Wie du wünschst. Geht es Heitam gut? Er wird wieder gesund, aber er wird nie wieder der Alte.
Zum Glück hattest du Erfolg, wo er gescheitert ist. Ich war fest entschlossen. Als du Kyrtwi besiegt hast, hast du da ein Siegel bemerkt? Silbern, so groß wie mein Handteller. Geschmückt mit dem Symbol einer Esche. Nimm es. Tausch es gegen irgendwas ein. Ich weiß, wo Gorm lagert. Wenn du ihn treffen willst, ohne dass es ein anderer bemerkt, kann ich dir einen Kniff beibringen. Suchst du dir schon einen neuen Lehrling? Aber gut, ich beiße an. Was soll ich tun? Zieh den Umhang übers Gesicht. Tauch in der Menge unter. Lenke ab. Versteck dich in aller Offenheit. Du weißt nicht, dass in der Bruderschaft, wenn sie gesehen, Bruderschaft. Was fragen wir dann? So arbeitet deine Bruderschaft also. Ihr schleicht am helllichten Tag herum und erdolcht eure Opfer, wo sie stehen? Wie du es sagst, klingt es beschämend. Wir sind Hüter der Gerechtigkeit und des freien Willens. Wir arbeiten im Dunkel, um dem Licht zu dienen. Es ist wohl keine Schmach zu täuschen, wenn die Ehre auf dem Spiel steht. Und Gorm ist ein Schandfleck auf der meinen. Dann lass uns sehen, was wir gegen diesen Fleck tun können. Versuch es einmal. Ein paar Dinge solltest du irgendwie wissen, bevor du sein Lager betrittst. Irgendwie traurig. Sich ungesehen auf feindlichem Gebiet zu bewegen, erfordert allerhöchste Raffinesse. Sind zwar gute Lehrlinge, also Lehrer. Deine Kapuze macht dich unkenntlich aus der Entfernung. Halte dich von wachsamen Augen fern und du bist unsichtbar für sie. Eine gezückte Waffe oder eine plötzliche Bewegung macht alle Tarnung zunichte. So, jetzt kriegen wir einen neuen Trick. Falls das nicht deutlich genug war, du musst die Kapuze überziehen, damit der Plan aufgeht. Ja, habe ich doch schon. Hab doch die Kapuze schon offen. Dort in dem Lager ist Gorm. Ja, da war ich schon drin gewesen, aber... Kann ich auch langsam gehen? Ich habe noch etwas Lammbraten am Spieß. Kommst du? So, wir schleichen uns hier erstmal rum. So. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eine Wache. Die laufen Wachen lang. Sie horten Silber, diese Mönche, und verteidigen sich nicht einmal. Na, warum? Das sind Mönche, die müssen sich nicht verteidigen. Diese Dummköpfe verdienen ihren Reichtum nicht, wenn sie ihn nicht beschützen können. Die Bretonen haben zwar... Eivor! Du feiges Stück Scheiße! Nimm deine Waffe und folge mir vor die Mauern. Lass Odin entscheiden, wer von uns überlebt. Du wagst es nicht, den Frieden des Königs zu brechen. Scheiß auf dich und dein Gerede von Göttern. Was sagst du jetzt? Du kannst mich schlagen, aber du wirst mich nicht töten. Nicht unter Haralds Frieden. Ihr alle untersteht König Haralds Waffenruhe. Wer sie bricht, wird aus Alrekstadie verbannt. Ich mache keinen Ärger. Du wurdest ehrenlos in diese Welt geschissen, Gorm. Und wenn du gehst, endest du als Scheißhaufen in Hels tiefstem Abgrund. Kräh nur weiter, Eivor. Dann bist du ein leichteres Ziel. Das Ting sollte schon begonnen haben. Ich muss Sigurd finden. Ja, das machen wir in der nächsten Folge. Bedankt fürs Zusehen. Lasst ein Like, ein Abo da. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.